بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir fahren heute fort, inshallah ta'ala, mit der Aqidah-Serie über das Büchlein Al-Wajiz fi Aqidati Ahli Salaf, auf fi Aqidati Salaf As-Salih. Das Büchlein über die Aqidah, die Glaubenslehre der frommen Vorfahren, der rechtschaffenen Vorfahren. Und wie wir das schon oft angedeutet haben, es ist nicht wichtig, was jemand hier sich unter der Religion vorstellt, sondern wir haben eine fertige Religion, eine bereits offenbarte Religion von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser müssen wir folgen, nicht das, was wir heute in den Fernsehern sehen oder was die Kuffar uns vorgeben, dass das der Islam ist, sondern das, was in Koran und Sunna steht, ist unsere Religion. Schlusspunkt aus. Mehr braucht ein Muslim nicht zu wissen. Dann werden alle Shubuhat von ihm gehen, alle Scheinargumente, die die Leute, die Feinde des Islam heute bringen, um die Muslime zu verunsichern, die werden alle aus seinen Köpfen herausgehen, bi-idhnillahi s-samil alim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinhalten vor allem Übel und vor allen Fittern. Allahumma amin. Und das letzte Mal, nachdem wir über den Glauben an die Rusul, an die Gesandten gesprochen haben, werden wir heute bi-idhnillahi ta'ala sprechen über al-Imanu bil-Yawmil Akhir, der Glaube an den letzten Tag. Der Glaube an den letzten Tag, und das ist die vorletzte Säule vom Iman, vom Glauben, liebe Geschwister. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die errettete Gruppe, sie glauben an den letzten Tag. Der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Toten wieder lebendig machen wird. Und er ist dazu in der Lage, subhanahu wa ta'ala, denn derjenige, der die Menschen zum ersten Mal aus dem Nichts erschaffen hat, für ihn ist es ein leichteres, diese Menschen, die er schon bereits erschaffen hat und tot sind, wieder aufzuerwecken. Er ist zu allem in der Lage, subhanahu wa ta'ala. Diese Menschen werden aus ihren Gräbern auferstehen. Hierauf wird Allah subhanahu wa ta'ala sie für ihre Taten abrechnen. Haben sie Gutes getan, werden sie Gutes bekommen. Und haben sie Schlechtes getan, so werden sie Schlechtes bekommen. Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben an alles, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam uns über die Ereignisse berichten, die nach dem Tod erfolgen. Über die Belohnung, über die Strafe und dass die Gläubigen das Paradies betreten und die Kuffar das Höllenfeuer betreten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Und der Allah azza wa jalla sagt, und diejenigen, die an das glauben, was dir offenbart worden ist, das heißt, was zu dir herabgesandt wurde, und das, was vor dir gewesen ist, und sie glauben an das Jenseits, sind gewiss darin, ohne einen Zweifel darin zu haben. Und Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben, dass niemand den Zeitpunkt der Stunde kennt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmu sa'ah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Furqan. Wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala, er besitzt das Wissen über die Stunde. Niemand weiß, wann die Stunde beginnt, selbst nicht ein nahestehender Engel oder ein nahestehender Prophet. Das ist allein das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und für einen Muslim ist nicht wichtig zu wissen, wann die Stunde beginnt, sondern viel wichtiger ist es, dass er sich für diesen großen Tag vorbereitet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat aber Vorzeichen und Merkmale genannt, wann die Stunde beginnt und auch sein Gesandter sallallahu alaihi
wasallama, damit wir wissen auch, wann naht die Stunde, liebe Geschwister. Und so gibt es kleine Zeichen und große Zeichen. Die kleinen Zeichen sind anders als die großen Zeichen. Die kleinen Zeichen werden in einer langen Abfolge kommen. Das heißt, es wird lange Zeit vergehen, bis sie alle passiert sind. Hingegen die großen Zeichen werden schnell hintereinander erfolgen, wenn sie kommen. Zu den kleinen Zeichen gehört, und wir werden nicht für jeden Punkt die Beweise anführen, das werden wir inshallah ta'ala an anderer Stelle machen, sondern für uns ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir wissen, was sind die kleinen Zeichen. Die kleinen Zeichen sind einmal die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet, und auch sein Tod ist ebenfalls einer der kleinen Zeichen. Die Eröffnung von Beitul Maqdis, und dieses erfolgte bereits. Das Ausbreiten der Fitan, so viele Versuchungen werden existieren, und wir sind Zeitzeugen, dass dieses in dieser Zeit schon extrem vorhanden ist. Auch das Nachahmen der früheren Völker, der Juden und der Christen, dass man ihnen immer ähnlicher wird, gehört zu den kleinen Zeichen. Auch, dass Leute kommen werden und behaupten, sie seien Propheten, und sie lügen die Menschen an, damit diese ihnen folgen. Ein kleines Zeichen ist auch, dass viele Leute über die Hadithe lügen werden. Sie werden erlogene Sachen über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam berichten. Eines der kleinen Zeichen ist, dass die Leute die Sunnah ablehnen werden. Die Sunna wird abgelehnt in dieser Zeit wie nie zuvor. Das viele Lügen gehört ebenfalls zu den kleinen Zeichen. Und auch das Wissen, es wird verschwinden und man wird es von kleinen Leuten nehmen. Das viele Übel, welches sich verbreiten wird. Es wird wenig rechtschaffene Menschen geben und viele Unheilstifter. Dass Leute herfallen werden über die Umma, wie wir das sehen, liebe Geschwister, dass die Kuffar sich zusammentun, um die muslimischen Länder zu befallen, und sie teilen sich die Länder auf, als wäre das ein Serviertablett mit Essen, wo jeder sich das herausnimmt, was er sich nehmen möchte, mit der Begründung, mit dem Scheinargument, mit der Lüge, dass in diesem Land Terroristen sind. Und die Kuffar sind die größten Terroristen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Übeltäter zur Rechenschaft ziehen. Allahumma amin. Der Islam wird wieder fremd werden. Und das viele Töten ist einer der kleinen Zeichen. So dass der Getötete nicht weiß, warum er getötet wurde, und der Mörder nicht weiß, warum er getötet hat. Es gehört zu den kleinen Zeichen, dass jemand sich wünschen wird, bereits tot zu sein, aufgrund der vielen Fittern der Versuchung. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass einer vor dem Grab seines Bruders stehen wird, bedeutet nicht sein leiblicher Bruder, sondern vor seinem Bruder im Islam, und er wird sagen, ya laytani kuntu makanak, wäre ich doch nur an deiner Stelle, wäre ich doch nur in diesem Grab. Dieser Mann hat keine Schulden oder keine Krankheit, die zum Tod führt, dieser ist nicht mehr in der Lage, diese Fittern, die gewaltigen Versuchungen auszuhalten. Deswegen wünscht er sich den Tod. Möge Allah Azza wa Jal uns in der Dunya und in der Akhira Sicherheit geben. Auch, liebe Geschwister, das Ansteigen des plötzlichen Todes. Viele Leute sterben einen plötzlichen Tod. Die vielen Erdbeben und Krankheiten gehören ebenfalls zu den kleinen Zeichen. Wenige Männer werden in der Anzahl gegenüber den Frauen sein, und es wird viele Frauen geben. Dieses natürlich hat Gründe, dass, liebe Geschwister, viele Kriege herrschen werden, und die Männer, die an den Kriegen beteiligt sind, werden sterben in den Kriegen, und so werden viele Frauen übrig bleiben. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis zum Schluss auf einen Mann, wie viele Frauen zukommen? 50 Frauen, wie bei Al-Bukhari, ja Hamza, berichtet wurde. Ja. Auch, liebe Geschwister,
werden die Frauen bedeckt, aber nackt sein. Sie werden bedeckt, aber nackt sein. Das gehört ebenfalls zu den kleinen Zeichen. Die Zina wird sich verbreiten. Natürlich, weil die Frauen sich auch entsprechend so anziehen. Das heißt, der uneheliche Geschlechtsverkehr wird sich verbreiten. Sogar wird die Zina auf offener Straße stattfinden. All das wurde berichtet von unserem Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In einer Überlieferung sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, die Zina wird sich so verbreiten, bis eine Person eine Frau auf offener Straße berühren wird. Ihr wisst schon, was ich meine. Und der Beste in dieser Zeit, der dieses Geschehen sieht, der Gläubigste in dieser Zeit wird sagen, könntet ihr das nicht hinter einer versteckten Wand machen? Er wird es nicht anprangern. Könntet ihr das nicht hinter einer versteckten Wand machen? So weit wird es kommen. Wallahi, sadaqa Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Die ungerechten Regime werden unterstützt werden. Ungerechte Menschen werden unterstützt werden. Die Musikinstrumente werden zum Vorschein kommen. Und der Khamr, der Alkohol, die Zinsen, die Seide und dass man diese Dinge als erlaubt erklären wird, wird ebenfalls zu den kleinen Zeichen gezählt. Und wir sehen das in unserer Zeit, dass es Leute gibt, die in Fernseher auftreten, die entsprechend Geld bekommen, walayyadu billah, und dafür ihre Religion verkaufen, über Allah azza wa jal und den Gesandten lügen. Und sie sagen den Menschen, dass die Musik erlaubt ist. Und sie sagen den Menschen, dass der Khamr nicht so schlimm ist, wie die Leute es vielleicht euch erzählen. All das haben wir in unserer Zeit. Sprich, was wir bei diesen Übeltätern sehen, diese Datteltäter, dass sie, walayyadu billah, den Menschen das Übel ans Herz legen und dann behaupten, dass sie doch eine gute Absicht dabei haben. Und diese Leute werden yawmul qiyamah sehen, ob sie einen Grund zum Lachen hatten oder nicht. Möge Allah azza wa jalla diese Leute recht leiten. Die Amana wird verloren gehen, liebe Geschwister. Wenn jemand seinem Bruder oder seiner Schwester etwas gibt, so werden sie nicht islamtreu damit umgehen, sondern sie werden diese Sache vernachlässigen. Wenn du einem ein Treuegut gibst, so heißt es, ich habe es verloren, ich habe es nicht mehr, er hat es kaputt gemacht, er hat es verkauft und es war eine Amana. Dieses alles sehen wir in dieser heutigen Zeit. Wenn du jemandem Geld gibst, so wird er es nicht würdevoll bewahren, sondern er wird es vielleicht sogar ausgeben. All das haben wir in unserer Zeit. Die Sklavin wird ihre Herrin zur Welt bringen. Die Sklavin wird ihre Herrin zur Welt bringen. Bedeutet, eine Frau bringt ihre Tochter zur Welt und diese Tochter wird ihr befehlen, was sie zu tun hat. Diese Tochter wird ihr befehlen, was sie zu tun hat. Auch die großen Bauten der barfüßigen Araber gehören ebenfalls zu den kleinen Zeichen. Und wie ihr alle mitbekommen habt, liebe Geschwister, subhanallah, das gehört zu den deutlichsten Zeichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darüber berichtet, über den Hadith Jibril. Er sagte über diese Leute, yatatawaluna fil bunyan, sie werden große Bauten bauen und sich einander überbieten. Was sehen wir in der heutigen Zeit? Denkt mal an Burj al Arab. Wo ist Burj al Arab in? Hä? Wie hoch? Burj al Arab? 800 Meter, glaube ich, ne? Soweit ich weiß. Ungefähr 800 Meter. Die sind aber jetzt dabei, ein höheres zu bauen. Es gibt schon ein höheres. Es gibt schon, sagt man. Das gehört zu dem Hadith vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Das sind barfüßige Araber. Sie überbieten einander im Bau von diesen Bauten und so zeigen sie den Menschen, dass sie etwas erreicht haben. Aber das gehört zu den kleinen Zeichen, liebe Geschwister. Die Menschen werden protzen mit prächtigen Moscheen. Wie wir das in dieser Zeit sehen, man baut eine Moschee für 2 Millionen, für 3 Millionen. Aber diese Moschee ist wie eine Kirche.
Einmal in der Woche gibt es einen Gottesdienst am Freitag und alles andere ist nicht wichtig für diese Leute. Die Götzenanbetung wird wieder in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorkommen. Es wird Leute geben, die sich Muslime nennen und etwas anderes anbeten als Allah subhanahu wa ta'ala. Zu den kleinen Zeichen gehört es, liebe Geschwister, dass man nur diejenigen begrüßen wird, die man kennt. Und dass man jemand anderen, der zwar auch Muslim ist, aber den man nicht kennt, nicht begrüßen wird. Die Menschen werden viel besitzen, jedoch werden sie extrem undankbar sein gegenüber Allah und sehr geizig werden. Es wird wenig Segen in der Zeit geben. Und Ruhm, wir würden sagen Ruhm, diese Leute werden viele Muslime töten. Wer ist Ruhm? Wer ist Ruhm? Europa. Sie werden viele Muslime töten. Und wir sehen das, subhanallah. Wer schickt die Waffen? Wer schickt die Waffen? Es sind diese Leute. Und dann erklären sie sich für humanitär, dass sie diese Massen von Flüchtlingen aufnehmen, dessen Grund sie waren, dass diese Leute überhaupt aus den Ländern rausgegangen sind, geflüchtet sind. Wie ihr das seht, subhanallah, sie sagen, wir helfen, wir sind humanitär. Gleichzeitig, was machen sie? Sie schicken die Bomben, sie schicken die Möglichkeiten, dass diese Tyrannen die Muslime damit töten können. Und dann sagen sie zum Schluss, wir sind gute Leute, wir sind menschenfreundlich, wir haben sie aufgenommen. Das wird den Leuten erzählt, liebe Geschwister. Das alles gehört zu den kleinen Zeichen. Es gibt Gelehrte, die sagen, dass die kleinen Zeichen alle schon eingetreten sind. Das ist die Aussage mancher Gelehrte. Dann gibt es große Zeichen. Zu diesen großen Zeichen gehört, dass Al-Mahdi vom Osten kommen wird, liebe Geschwister. Er wird 7 Jahre bleiben. In dieser Zeit, wo er regiert, gibt es Reichtum im Überfluss. Und es wird Gerechtigkeit walten. Al-Mahdi wird ein Khalifat anführen, wie zu dem Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch Ad-Dajjal wird kommen aus dem Osten. Merkt ihr, von wo die Fitan immer kommen? Aus dem Osten. Von wo kamen die Khawarij? Aus dem Osten. Daesh kommt von wo? ISIS? Aus dem Osten. Von da kommt das Übel, liebe Geschwister. Isa alaihi salatu wassalam, Jesus, wird herabsteigen in Damaskus. Er wird nach der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam richten und er wird das Schwein töten, das Kreuz brechen und wen töten? Den Dajjal. Mit ihm wird die erfolgreiche Gruppe kämpfen. Allahu Akbar, was für eine Ehre für diese Leute. Wenn Jesus herabkommt, so wird es eine Ta'ifa Mansura geben, die errettete Gruppe. Diese werden mit Isa alaihi salatu wassalam mit ihm kämpfen gegen die Feinde. Und auch Ya'juj und Ma'juj werden auftreten. Vom wo? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich finde es erstaunenswert, dass uns heute Leute erzählen, dass sie mit ihren Satellitenanlagen alles sehen. Taib, wo sind Ya'juj und Ma'juj? Sind sie nicht schon da? Ja oder nein? Wo sind sie? Ha? Super Satellitenanlage, dass ihr ganze Völker nicht mal sehen könnt. Subhanallah. Aber die finden ein Blackbox von einem Flugzeug. Dann wird es 3 Erdrutsche geben, liebe Geschwister. Und der Rauch wird einer der großen Zeichen sein. Und auch, dass die Sonne vom Westen aufgeht. Und das Feuer, welches die Menschen zum Versammlungsort treiben wird. Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben daran, dass sie vor Allah subhanahu wa ta'ala, ihrem Herrn, stehen werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Sie glauben an das Grab und an die Strafe und die Belohnung im Grab, denn manche Leute werden im Grab bestraft und andere werden in diesen Gräbern ein Paradiesgarten haben. Sie glauben an die 2 Engel, die zu jedem Grabesbewohner kommen und ihn 3 Fragen stellen werden. Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben an das Blasen in das Horn. Das erste Mal werden die Leute allesamt sterben und das zweite Mal beim Blasen werden sie alle aus den Gräbern herauskommen. Manche Gelehrte erwähnen auch ein 3. Mal. Die Sonne wird näher gebracht, bis die Leute
in ihrem Schweiß stehen werden, 50.000 Jahre bis zur Abrechnung, dass sie entweder in das ewige Höllenfeuer hereingehen oder zeitweise in das Höllenfeuer hereingehen. Sie glauben, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, an die Waage, liebe Geschwister, die so groß ist wie zwischen Himmel und Erde. Diese Waage wird die Taten wiegen. Wird die Taten wiegen. Bedeutet, dass die guten Taten auf dieser Waage gewogen werden. Und jeder wird sein Buch bekommen. Entweder in seine rechte oder in seine linke Hand. Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben an die Sirat-Brücke. Sie glauben daran, dass ein jeder über diese Sirat-Brücke hinüber muss, ganz gleich wer er ist, Gläubiger oder Nichtgläubiger. Und sie glauben daran, dass diese Sirat-Brücke so dünn ist wie ein Haar und so scharf wie ein Schwert. Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben an das Paradies und die Hölle. Und sie wissen, dass diese beiden Dinge jetzt schon erschaffen worden sind. Die Hölle und das Paradies existieren jetzt schon. Und die Aufgabe von einem Gläubigen ist es, seinen Paradiesgarten zu verschönern. Je mehr Gutes du tust, umso schöner wird dein Paradiesgarten sein. Und daher, liebe Geschwister, das ist eine wunderschöne Botschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Paradiesgärten erschaffen hat. Er weiß schon, subhanahu wa ta'ala, wer in das Paradies hereinkommt, und Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wenn sie auf diesem Weg befestigt bleiben, dann werden sie zu diesen Paradiesbewohnern gehören. Möge Allah azza wa jalla uns allen das Paradies geben. Jeder Muslim wird irgendwann aus dem Höllenfeuer herauskommen, der auch hereingeworfen wurde. Nicht jeder Muslim wird in das Höllenfeuer hereingeworfen, aber manche der Muslime werden sehr wohl in das Höllenfeuer hereingeworfen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Anzahl der Tage, die sie in diesem Höllenfeuer verbringen werden. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'ah glauben daran, dass ein jeder, der als Muslim gestorben ist, aus diesem Höllenfeuer herauskommen wird. Auch glauben Ahlus Sunnah wal Jama'ah an Ash-Shafa'ah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein gutes Wort für sie einlegen wird. Dieses wird aber nur für wen sein? Für die Muslime. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Das war ein kurzer Auszug über den Tag des jüngsten Gerichts, beziehungsweise über den letzten Tag. Das nächste Mal, liebe Geschwister, reden wir über den Glauben, über die Vorherbestimmung. Ein wichtiges Thema. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld geben, dieses Büchlein zu studieren. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilik. Alaykum assalam wa rahmatullah. Zum Thema Akida. Tfadal. Wie? Bitte? Allgemein ist das dieser Bereich. Das heißt auch Amerika. Ja, die könnten alle damit gemeint sein. Na, verdammt. Ja. Es sind 10 große Zeichen. Ne? Ja, weil es ging darum, es wird 3 Erdrutsche geben. Alle 3 sind in der Erdrutsche? Ja. Also alle 3 jeweils ist... Eine Erdrutsche. Na.